So, hi, ich habe jetzt hier, also wir haben jetzt hier vier Teile waren es, genau, von dem Vlies hier. Also das soll eben, dass kein Unkraut durchkommt, bewirken. Und da kommt dann jetzt der Holzsplit eben drauf. Haben wir jetzt schon ein paar Säcke ausgeleert. Mein Bauer holt noch ein paar, den Rest. Und ja, und jetzt haben wir halt. Ja, und dann kommt halt eben da das Pflaster drauf. Das Rollsplit. Der Rollsplit und danach dann eben noch das Pflaster. Ja. Warum ist das Vlies, Robert? Für was braucht man das Vlies? Warum muss man das da drunter machen? Dass das Unkraut nicht durchkommt. Okay. Eben, dass da einfach nicht. Das Wasser kann abfließen und das Unkraut. Ja, genau. Das Wasser kann abfließen und wächst nicht durch. Kommt halt nicht durch. Okay. Jetzt verteilst du es mit der Räche? Ja, versteht sich natürlich, sonst können wir die Pflastersteine nicht schön drauflegen. Das ist natürlich logisch. Muss ich natürlich jetzt auch aufpassen mit der Folie, dass ich die nicht noch irgendwie verteile oder wieder auseinanderziehe. Ich schau mal, wo dein Gehilfe ist, Robert. Ja. So. Robert, sein Gehilfe, wo bist du? Das ist der Lehrling, Herr Meidenbauer. Der hat heute seinen Probetag. Wunderbar, Schatz. Was? Das ist super. Toll. So, wir ziehen das jetzt ab, dass das plan wird. Und dann kommen die Terrassenplatten drauf. Ich zeige euch das jetzt einfach noch ein bisschen, wie wir das machen.
Förder hat jetzt angefangen mit dem Verlegen. Und wir haben jetzt hier so ein Fugenkreuz. Solche Fugenkreuze. Und die kommen dann an die Ecken ran. Das schaut dann so aus. Und kommen halt immer an die Ecken. Zum Beispiel hier kommt jetzt ein T-Kreuz dran. Das kann man nämlich abknicken und dann für den Rand eben, damit wir da einen schönen Abschluss haben. Und die Kreuze sollen bewirken, dass es stabiler ist, dass das nicht wegschwimmt. Und das zeige ich euch jetzt mal ein bisschen, wie ihr das macht. Lässt du jetzt da gar keinen Platz zwischen denen, also keine Fugen? Oh, die Fuge da. Bisschen, ja. Das macht das Kreuz. Genau. Da hoffen wir mal, dass das dann dadurch stabiler wird. Das Ganze. Also für alle, die jetzt, also ich sag das jetzt mal noch dazu, das, was jetzt davor kam mit dem Abbrechen und wo ich das mit der Folie erklärt habe, das war am gestrigen Samstag. Heute ist jetzt Sonntag, wo wir pflastern. Und ja, und wir wollen es einfach fertig bekommen, weil wir eben unter der Woche auch ja, eher keine Zeit haben für sowas, weil wir selber in der Arbeit sind. Und ja, war einfach mal so zur Zwischeninfo. Das ist da aber uneben, oder? Achso. Brauchst du den Hammer? Ne?
schaut auf jeden Fall super aus. Das Ganze. Du jetzt auf oder nicht? Ja. Ja. Mache ich mal einen Cut rein und dann gucken wir mal, wie es am Ende ausschaut. Bis dann. Was heißt Abschluss? Da kommt schon noch was, Robert. So, und wie weit? Servus. Hallo. So. Am Ende. Ja, ziemlich. Jetzt legt der Meister nochmal Hand an. Ja. Aber so im Großen und Ganzen, Robert, hast du es super hingekriegt. Schaut super aus. So, dein Gehilfe haut ab. Hast du super gemacht, Robert. Ja. Haben wir beides super gemacht. Oder alle drei eigentlich. So, willst du deine Fans noch was sagen, Robert? Warte. Was wird jetzt dann als nächster Schritt dann? Kann man ein bisschen drehen? Irgendwie? Nee, du bist ja drauf. Echt? Ja. Okay. Also, ja, gepflastert ist es ja jetzt. Das nochmal glatt mit der Hand und dann, naja, und dann wird halt die Hängematte aufgebaut. Und da kommt jetzt da noch Fugen? Kommen da nochmal Fugenmörtel rein oder wie das heißt. Es kommt dann nochmal da vorne rein, hier entlang und wahrscheinlich auch hier entlang und ganz außen wahrscheinlich auch nochmal. Kommt es noch mal entlang. Also hier entlang. Genau. Da, wo okay. Halt noch viel Platz ist und da vorne dann noch. Und dann, ja, dann bauen wir das auf und genau. Also. Da zeige ich euch das dann noch mal. Jetzt könnt ihr mir wie immer noch mal Kommentare schreiben, wenn ihr noch mal Wünsche, Anregungen, Pläne habt. Und ja, dann war's das mit dem Vlog. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Servus.